Lange, lange ist es her, da beschloss ein Sultan namens Ahmed der Erste, in Istanbul eine riesige Moschee zu bauen. Sie sollte prunkvoller und größer sein als alles vorher Dagewesene. Eine Moschee ist ein Gotteshaus für Menschen, die der Religion des Islams angehören. Auch die islamische Religion verehrt wie die Christen nur einen Gott. Er heißt Allah. Um ihn zu ehren, wurde die blaue Moschee gebaut. Und ihren Namen erhielt sie wegen der blauen Fliesen. Siehst du die schlanken Türme zu beiden Seiten der Moschee? Weißt du, wie sie heißen? Es sind Minarette. Das ist ein arabisches Wort und heißt übersetzt Leuchtturm oder wörtlich Ort des Lichts. Normalerweise haben Moscheen nur ein Minarett. Aber die blaue Moschee in Istanbul hat gleich 6 Minarette. Früher wurden die Minarette mit Fackeln beleuchtet und dienten als Wachttürme und Orientierungshilfe für Kamelkarawanen. Die Gläubigen der islamischen Religion sollen 5-mal am Tag beten. Früher und heute dient das Minarett dazu, die Gebete auszurufen. Der Muezzin, der Gebetsausrufer, ist ein wichtiger Beruf. Und dazu muss man eine starke Stimme haben. Heute hilft ihm ein Lautsprecher dabei. Alle Gläubigen, die in der Nähe der Moschee sind, können so gemeinsam mit dem Muezzin beten. Lass uns jetzt reingehen und in die riesige blaue Kuppel schauen.